Hallo ihr Lieben da draußen, ich hoffe ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht, ich hoffe ihr seid gesund und munter angekommen. Jetzt geht es um was ganz anderes, ich muss jetzt leider, bevor ich mit der Technik weitermache von der Zuchtanlage, was heißt leider, erfreulich, muss ich jetzt ein Video von mir bringen. Und zwar geht es heute um Lockdown-Babys. Ja, ihr habt es richtig gehört, es explodiert hier in allen Varianten. Einmal hier. Einmal hier. Einmal hier. Und hier sind sie noch in der Höhle, aber wie sie sieht, er hat sie teilweise rausgeschmissen, also hier liegen überall welche rum. Und das müssen wir heute natürlich machen, tun. Es platzt hier aus allen Nähten. Wie geht's denn bei euch? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare rein. Habt ihr Nachzuchten? Habt ihr Lockdown-Babys? Kracht bei euch auch die Bude ein? So, ich werde das jetzt alles mal machen. Ich habe leider heute keine Unterstützung und muss das alleine machen, deswegen muss ich jetzt erstmal auf Päuschen drucken. Aber ich lasse euch zwischendrin, trockne ich mir die Hände ab und lasse euch teilhaben. So, wir fangen jetzt eigentlich erstmal an. Die sind jetzt eigentlich groß genug. Die werden jetzt hier reinkommen, alles schon vorbereitet. Hier haben sie ein schönes Becken. Und dann können sie dementsprechend schön aufwachsen. So, dann würde ich sagen, bis gleich. So wie wir sehen können, das erste ist geschafft. Es ist leer. Dann gehen wir mal rüber. Sie sind jetzt hier drinne. Juhu! So, und dann werden wir uns jetzt hier ran machen. Ja, Kamera will wieder nicht. Ja, und wie gesagt, also ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr rübergekommen. Ich hoffe, ihr habt eure Vorsätze. Ihr seid gesund. Und wie ich euch ja schon gesagt habe, lasst euch nicht unterkriegen. Wir machen weiter. Wir versuchen das alles so gut wie möglich hinzunehmen und zu lachen. Und dann machen wir auch mit Freude weiter. Vor allen Dingen schreibt es mal in den Kommentaren rein, wie es denn euch ergeht mit euren Fischen, Welsen. Sagt mir mal Bescheid, liebe Welslinge, damit ich auch weiß, was bei euch gerade so draußen los ist. Okay, dann würde ich sagen, bis gleich. Wir machen jetzt mal diesen. Und werden die jetzt in den Zuchtring tun. Dann bis gleich. So, die ersten sind jetzt im Ring drin. Und vergisst natürlich nicht immer, den Inkubator wieder zu reinigen, sauber zu machen. Ich habe den jetzt gleich wieder am Start gesetzt für die nächsten. Und wer jetzt natürlich dementsprechend, was da jetzt natürlich kaputt ist, müssen wir nochmal nachüberprüfen, werde ich jetzt natürlich rausfischen. Wie wir schon sehen, hier schwimmt ein bisschen was rum. Und das werde ich jetzt raustun, dass natürlich alles wirklich nur die Jungfische sind und alles sauber ist. Und hier ist auch schon wieder im Einsatz, alles gereinigt und ist am Laufen. Denkt immer daran, dass ihr immer nachdem alles schön reinigen tut, dass es dann auch bereit ist für die nächste Brut. Okay, ihr lieben Welslinge, bis gleich. So und so weit, boah, ich muss jetzt wirklich das Handy hier festhalten. Nicht, dass noch mein Handy ins Becken fällt. So, wie wir jetzt sehen können. Ich habe jetzt hier schon mal einiges rausgeholt. Guckt auch immer, dass ihr praktisch Eierschalen und so weiter und so fort nichts mehr liegen habt. Auch was schon mal leicht verpilzt ist, dass da auch nichts mehr ist. Oh, hier ist noch was. Okay, hier müssen wir noch mal nacharbeiten. Und dann melde ich mich gleich wieder beim nächsten.
Das gleiche, lieben Welslinge. So, und hier haben wir jetzt den nächsten gereinigt. Das wollte ich euch bloß noch zeigen. Ich weiß ja nicht, wie es ihr macht. Denkt natürlich immer dran, wenn ihr ein Becken reinigt oder sauber macht, dass ihr die Heizung aussteckt. Nicht, dass euch mal eine Heizung explodiert oder platzt. Und um den Luftschlauch festzumachen am Boden, wenn man den natürlich den Ausströmerstein in der Mitte positionieren möchte, dann habe ich mir so eine Lösung geholt. Und zwar nehme ich da die Dinger hier. Da kannst du schön den Feuerstein, den Ausströmerstein schön festmachen. Und dann kannst du den richtig schön in der Mitte positionieren. Und er rutscht nicht weg und er geht nicht in die Höhe, nichts. Also wenn das ein kleiner Tipp am Rande ist, dann freue ich mich, dass ich euch helfen konnte. Und dann mache ich mal weiter. Bis gleich. So, das sieht dann dementsprechend so aus. Und so kann er euch nicht abhauen, gar nichts, und bleibt schön da, wo er sein soll. Also, funktionell. Dann bis gleich, ihr lieben Welslinge. Holt euch dabei ein bisschen Popcorn, eine Cola, Wasser, Kaffee, was ihr wollt. Ich mach gleich mal weiter. So, ihr wisst ja auch, ich habe das ganze neue Regal hier gemacht. Drum und dran, und das möchte ich jetzt eben anders da setzen, dass die dann so stehen, dass man mehr Platz hat. Na, mal gucken, wie es geht. Bis gleich, ihr lieben Möslinge. Noch als eine kleine Zugabe, wenn ihr praktisch euer Becken verlegen wollt. Und ihr müsst natürlich jetzt einen Luftschlauch schneiden, um das dann aber nicht zum Wegschmeißen ist oder um dass man ihn praktisch wieder weiter nutzen kann, nehme ich das hier. Einfach an der Schnittstelle reinstecken, links, rechts drauf, und dann funktioniert es wieder. Als ob man ihn nie geschnitten hätte. Nur nochmal so als kleiner Tipp. Bis später, meine lieben Welslinge. Also Leute, wie ihr erkennen könnt, hier suppeln sie schon umeinander. Da sind ein paar raus, auch hier. Ja. Da tänzen sie schon. Da muss ich jetzt natürlich gucken. Ja, Papa ist drinne. Ja, wie gesagt, ich wollte euch natürlich heute jetzt noch alles zeigen, aber wie gesagt, jetzt ist es doch mehr Arbeit geworden wie alles andere. Also, ich reiß hier gerade alles auseinander, man kennt's. Immer wieder was zu tun, immer wieder mehr, obwohl eigentlich alles läuft, ne? Aber mit dementsprechend dann natürlich Platzmangel und sonstiges an sich tritt, dann reicht es halt nicht mehr aus. Da muss man sich mal wieder was Neues einfallen lassen. Und nachdem es ja jetzt mit dem Lockdown und alles sowieso so schwer ist, an irgendwo ranzukommen, etc., etc., und da ich ja auch gerne eben selber baue, das wisst ihr ja, komme ich natürlich am Material auch ganz schlecht ran. Naja, so müssen wir jetzt aus diesem Video und zweiten Teil machen. Es hilft jetzt nichts, weil ich muss jetzt auch das Filmen aufhören. Ich muss jetzt weiterarbeiten, damit ich fertig werde und damit die Kleinen hier ins ordnungsgemäße Home Sweet Home kommen. Ja, wie gesagt, es ist jetzt ein Haufen zu tun. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es auch ein bisschen Chaos war, nur ein bisschen, verzeiht's mir. Naja, ansonsten denkt dran, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, teilt den Kanal. Wie gesagt, im nächsten Video eben dann die kompletten Jungen, weil ich muss es auch gucken, die etwas größeren müssen jetzt auch aus den Ringen weichen. Denn da kommen die jetzt ja natürlich rein. Da muss ich noch gucken, wo ich die jetzt unterkrieg. Na, ich sehe sogar am Filter, da hinten an der Seite ist auch schon einer. Oh. Der kann sich dann natürlich seitlich reindrücken. Das ist natürlich gar nichts. Tja, man kennt's. Hier segelt gerade einer von oben nach unten. Okay, also wie gesagt, ihr Lieben, ich muss den Kleinen helfen. Er ist pressiert. Hat mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke für eure Treue. Ach so, Moment, und hier, also wie zersickt es natürlich, Chaos. Und was es mit dem auf sich hat,
Und mit dem. Und dementsprechend da auch nochmal ein ganz, ganz tolles, herzliches Dankeschön an Markus. Denn natürlich Baumärkte und alles haben zu, man kommt nicht ran. Ein Abonnent namens Markus und auch Silke war tatkräftig mit dabei. Die haben mich unterstützt und haben mir das gebracht. Da nochmal recht herzlichen Dank an euch zwei. Ganz, ganz lieb. Und somit würde ich sagen, ihr Lieben, passt euch hier auf, bleibt gesund. Habt weiterhin Spaß an der Aquaristik, ich habe es auch. Wie ihr ja sehen könnt, bei mir explodiert es. Und ja, schreibt mal in die Kommentare rein, wie es bei euch ausschaut, gerade mit Nachzuchten und so weiter und so fort. Wie es euch geht, euren Kindern, Familie, Freunde. Und in dem Sinne, ihr lieben Welslinge, sagt AquaWels Tschüss, bis zum nächsten Video. Lasst euch überraschen. Tschaußen.